Ja, jetzt, ich hoffe, dass ihr noch zuhören könnt. Vielleicht wird der eine oder andere sich wundern, was jetzt, wieso wir jetzt da auf den dritten Tempel zu sprechen kommen, weil wir jetzt ja eigentlich über die Wiedergeburt gesprochen haben, persönliche Wiedergeburt und auch die Wiedergeburt Jerusalems. Und um auch hier die Pointe vorwegzunehmen, glaube ich, dass wenn die Stadt Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, dann ist die Stadt Jerusalem der Tempel Gottes. Warum? Naja, weil Paulus immer, wenn er im Neuen Testament vom Tempel Gottes schreibt, und das tut er ausnahmslos, immer dann, wenn er die Gemeinde Jesu meint. Die Gemeinde Jesu ist der Tempel Gottes oder ein Tempel des Heiligen Geistes. Immer. Es gibt nur eine Stelle, die sehr schwierig auszulegen ist, und das ist die Stelle in 2. Thessalonicher 2, wo steht, dass der Antichrist sich in den Tempel Gottes setzt. Ja? Das ist aber die Frage, wie soll der das tun, wenn doch der Tempel Gottes beim Paulus immer die Gemeinde Jesu ist? Setzt sich dann der Antichrist in die Kirche in Rom oder in Paris oder in die Gemeinde in Pforzheim oder in eine, ja, wie soll das gehen? Man hilft sich dann damit, dass man sagt, dass antichristische Lehren sich in die Gemeinde Jesu hineinschleichen im Lauf der Jahre und besonders in der Endzeit. Ja gut, sage ich, aber der Antichrist ist der Mensch der Sünde, das Kind oder der Sohn des Verderbens. Das ist ja ein Mensch, keine Lehre. Also kann die Auslegung ja nicht stimmig sein, dass sich antichristische Lehre in die Kirche oder in die Gemeinden einschleicht, ja? Weil der Antichrist eine Person ist. Aber eine Person kann ja jetzt nicht in die Kirche Jesu Christi hinein und sich dort als Gott ausgeben, weil welche sollte er denn nehmen? Es gibt ja keine, nicht die Kirche. Ja gut, sagen manche, vielleicht in den Vatikan, ja? Ja gut, sage ich, aber rund und stimmig ist das alles so nicht, weil Paulus, wenn er von diesen Dingen spricht, eigentlich den Nahen Osten meint und nicht Italien. Also irgendwie hat man ein großes Problem damit, 2. Thessalonicher 2 zu deuten, wenn dort steht, dass der Antichrist sich in den Tempel Gottes setzt und dort ausgibt, er sei Gott oder als ein Gott. Ja? Aber ich möchte gerne mit euch dieses Thema so mal Stück für Stück ein bisschen aufbereiten und mal mit euch da so durchgehen. Das haben wir heute Morgen schon gelesen, ja? Das Wichtigste von allem ist, wir haben einen hohen Priester, der auf dem Ehrenplatz rechts neben dem Thron des allmächtigen Gottes sitzt. Er dient dort als Priester in dem einzig wahren Heiligtum, das vom Herrn selbst und nicht von Menschen errichtet worden ist. Das ist der wahre Tempel. Wir leben also in den Wesenheiten des Neuen Testaments und nicht mehr in den alttestamentlichen Schattenbildern oder Vorbildern. Ja? Das war der Anfang des Tempels, wenn man so sagen will. Das war die Stiftshütte. Kennt ihr ja, Zeltheiligtum, ja, ist im Nachbau. So soll sie ausgesehen haben, also kein Originalfoto, sondern ein Nachbau auf der Sinai-Halbinsel. So sah die Stiftshütte von innen aus. Die war also umgeben mit einer Umwallung aus weißer Leinwand. Hier vorne ein Eingangstor. Ich bin die Tür, sagt Jesus. Ja? Dann kommt man hier in den Vorhof, wenn man so will, kommt man rein. Da steht der Brandopferaltar. Da steht das Waschfass mit dem Wasser zur Reinigung. Und dann kommt man ins Heiligtum. Das hier ist das Heiligtum. Und dann kommt ihr hinten ins Allerheiligste. Im Allerheiligsten war was? Bundeslade, ja? Und im Heiligtum steht die Menora, da finden Sie wieder den Leuchter, und 12 Schaubrote und ein, wie sagt man dazu, ein Altar des lieblichen Geruchs, ja? Da werden keine blutigen Opfer mehr gebracht im Heiligtum, sondern das ist lediglich Anbetung, die da gebracht wird.
Ja? Also man kommt zum Glauben, man kommt in die Stiftshütte, man kommt zu Golgatha, wo Jesus für unsere Sünden gestorben ist, Opfer. Dann kommt der Geist Gottes, der uns reinigt und heiligt, ja, dieses Waschfass als Symbol. Und dann haben wir Eingang ins Heilige. Und das Heilige ist praktisch der Ort, wo die Gemeinde Jesu sich aufhält und schon ins Allerheiligste schaut, aber noch nicht dort ist. Das wird sein, wenn die Gemeinde entrückt ist. Und im Heiligtum steht die Menora, ein Bild für die Heiden, und ein Schaubrottisch mit 12 Broten, ein Bild für Israel, weil die Gemeinde aus den Juden und aus den Heiden besteht. Ja? Aus Juden und Heiden. Aber jetzt habe ich gerade Israel die Menora weggenommen. Habt ihr das gemerkt? Ich habe gesagt, dass die Menora ein Bild ist auf die Heidengemeinden. Das sagt die Offenbarung auch. In den ersten Kapiteln der Offenbarung werden 7 Gemeinden beschrieben in der heutigen Türkei. Ja, und diese 7 Gemeinden sind ein Bild für diesen 7-armigen Leuchter. Ölbaum, Leuchter, Ölbaum, Gemeinde Jesu. Ölbaum für Jerusalem, Leuchter für die Nationen und am Ende wieder Ölbaum. Aber Israel hat die Menora vor der Knesset stehen als ein Bild, ein Symbol für Israel. Ja? Jetzt habe ich also Israel auch den Tempel schon weggenommen, das Gesetz und jetzt auch noch die Menora. Also das ist schon schlimm, jetzt wird es immer heftiger, ja. Aber die Menora ist eigentlich ein Bild für die Gemeinden in den Nationen, die das Licht des Evangeliums in die Welt bringen. Ja? Und dieser Schaubrottisch mit den 2x6 Broten, 12 Broten, das ist ein Bild auf Israel. Und die Gemeinde Jesu besteht aus den beiden. Ja? Und die bringen Anbetung, die bringen kein blutiges Opfer mehr. Warum? Weil das Gesetz vorbei ist. Ja? Sondern wir haben ein Opfer, das ist Christus, ein für alle Mal für uns geopfert. Also ein wunderschönes Bild. Und dann hinten die Bundeslade, von der in Sonderheit jetzt nicht zu reden ist, sagt Hebräerbrief. Ja? Also ist der Aufbau. Und wir könnten sagen, dass das der Vorhof ist, dass das Heiligtum und das das Allerheiligste. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber das ist die Aufteilung der Stiftshütte und später auch im Tempel. In der Stiftshütte im Allerheiligsten stand die Bundeslade, eine Lade aus Holz, vergoldet, Bild auf die Gemeinde Jesu. Ja, wir sind überkleidet mit Christi Gerechtigkeit, vergoldet. Und oben auf der Bundeslade der Sühnedeckel mit den beiden Cherubim aus purem, getriebenen Gold, nicht gegossenes Gold, getriebenes Gold, Christus, reines Gold. Ja. Er das Haupt der Gemeinde und wir praktisch der Korpus der Lade, überkleidet mit Gold. Und was ist drin in der Bundeslade? Genau, ja, Wort Gottes. Die zehn Gebote, ja, die Gesetzestafeln. Das Wort ist in uns. Die Gesetzesleute wollen das Wort Gottes tun. Wir sind aus dem Wort gezeugt. Ja? Die Gesetzesleute wollen das Wort Gottes tun. Wir essen das Wort. Die Gesetzesleute wollen das Wort tun. Wir sind Wort Gottes an die Welt. Ein geschriebener Brief in Herzen, im Fleisch, ja, in Fleisch an den Herzen geschrieben. Ein Brief, den die ganze Welt lesen kann. Wir sind Wort Gottes an die Welt. Warum? Weil wir in Christus sind, weil unsere Aufgabe ist, Christus darzustellen. Und Christus ist das Wort Gottes an die Welt. Das ist immer derselbe Kreis, der sich da schließt. Bundeslade, ja, wunderschön. Diese Tragestangen, die schauten durch den Vorhang raus, die konnte man im Heiligtum schon sehen. So nah ist die Gemeinde Jesu, dem Herzen Jesu und der Vollendung. Ja. So sieht es heute aus, da soll der Tempel gestanden haben. Das ist der Tempelberg, so wie man ihn vermutet. Ja. Hier hinten soll die Burg Antonia gewesen sein. Und hiervon ist die Davidsstadt und manche vermuten halt hiervon in der Davidsstadt, dass dort der Tempel ist. Als ich dort war, war da noch ein Busparkplatz und dann haben sie dort gegraben und haben 30 Meter tiefer Palastanlagen von David und Salomo gefunden und aus Jeremia Ringe, Siegelringe, ganz erstaunliche Sachen.
Aber als ich dort war, war da noch ein Busparkplatz, jetzt haben sie da eine große Baustelle. Und dort stand der Tempel, ja, da wo jetzt der Felsendom steht. Das ist ein Bild vom Tempel des Herodes. Herodes war kein Jude, Herodes war Edomiter aus Edom. Edom, einer der schlimmsten Feinde Israels, ja. Herodes hatte auf Zypern Zinnminen. Und mit Zinn und Kupfer kann man Bronze herstellen, waffenfähige Bronze. Also der Herodes war in der Rüstungsindustrie und hat viel Geld verdient mit diesen Zinnminen, die hat er gepachtet. Und mit dem Geld hat er dann den Tempel Zerubabels ausgebaut zum Tempel Salomos. Der war zur Zeit Jesu noch nicht ganz fertig. Ja, da wurde immer noch gespendet für, der war noch im Bau. Und von diesem Bau, der gerade neu dort steht und eingeweiht wird, und die Jünger sagen, schau mal, was für ein schöner Tempel da, ja, sagt Jesus, brech den ab, ich baue den in 3 Tagen neu auf. Ja? Er sprach aber vom Tempel seines Leibes. Ja? Das ist ein anderer Tempel. Ah, gut, Meinungen zum dritten Tempel habe ich euch mitgebracht, und zwar von Hillel Weiss. Hillel Weiss ist der Chef des Tempelinstituts und der Chef des Sanhedrin, haben wir heute drüber gesprochen, der jetzt eingerichtet werden soll in Jerusalem. Da ist dieser Hillel Weiss der Chef, und der hat ein paar Aussagen zum Tempel und auch zum Messias. Mal gucken, ob das funktioniert. Das ist das Tempelinstitut. Ja, die wollen den dritten Tempel bauen, was ihr immer hört im Internet. Seit 70 Jahren wird dort gespendet, aus der ganzen Welt. Manche sagen, die Juden könnten den Tempel Salomos 10-mal bauen. Ja, weil schon so viel Geld gespendet worden ist dafür. Gut, mal gucken, was Hillel Weiss sagt. Ich hoffe, dass das hier funktioniert. Da ist er. Mal gucken, wie er losläuft. Moment. Ich versuche ihn mal zu übersetzen. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Was wir den Völkern sagen wollen, ist, wenn ihr die Gerechtigkeit haben wollt und den Frieden und all diese Dinge, dann müsst ihr der Bibel folgen. Also Messias wird kommen, und er wird nicht nach dem urteilen, was er riecht oder was er sieht oder hört, sondern nach dem, was er riecht. Er ist der Messias und er kommt, und das wird kein einfacher Job sein, aber es ist nicht Jesus. Und wenn die Christen glauben, dass es Jesus ist, dann sollen sie es halt glauben. Aber wir Juden werden niemals unsere Meinung ändern. Wir gehen lieber zurück nach Auschwitz, aber wir werden nicht unsere Religion ändern. Das ist die Hauptsache für uns, und wir sind loyal. Was passiert, fragt jetzt der Interviewer, mit den Christen, wenn sie Jesus ablehnen? Dann sagt er, weiß ich nicht, ist mir egal, ich bin nicht der Messias. Wir werden sehen, wenn der Messias kommt. Das ist 2018, Dezember, vor den Mauern Jerusalems. Dort wird der Brandopferaltar vom Sanhedrin eingeweiht. Das ist das Fest der Tempelweihe. Das ist der Altar, der im dritten Tempel stehen soll. Und als wir davon gehört haben, sagt der jetzt, der dieses Video gedreht hat, haben wir gedacht, das wäre ein Fake News. Aber wir haben gesehen, dass das tatsächlich wahr ist, und heute Morgen, also im Dezember 2018, glaube ich, um 10.30 Uhr, haben wir in Jerusalem tatsächlich ein Einweihungsritual für den Altar miterlebt, den Altar, der im dritten Tempel dann stehen soll. Das ist der Tag nach dem Chanukka-Fest, das Fest der Tempelweihe. Und diese Einweihungszeremonie ist durch den Sanhedrin durchgeführt worden, um den dritten Tempel zu bauen. Dieses Mitglied des Sanhedrin sagt, dass der dritte Tempel kommen wird und dass er für die ganze Welt die Einheit bringen wird, die Einheit aller Religionen, wie gesagt, außer euch Christen. Ja? Es gibt ein paar Terroristen, die diesen Job verhindern wollen, aber eigentlich sollen alle in diesem dritten Tempel anbeten, alle Nationen sollen kommen und sollen dort vereint werden im Tempel. Das ist Hillel Weiss wieder, der betet jetzt da an der Mauer von Jerusalem. Und Sie sehen diese Einweihung des Tempels für den dritten Altar. Und Sie sagen, das ist natürlich ein starkes Statement hier in Jerusalem. Und wir sind Zeugen der Einweihung dieses Opferaltars für den dritten Tempel. Sorry, da haben Sie jetzt Europaletten, ja? Die zünden da Europaletten an. Ja, das ist Ihr dritter Tempel. Warum nehmen die denn nicht Holz von Zedern vom Libanon? Was soll denn das, ja? Das ist doch kein Gottesdienst.
Ich will da nicht spotten drüber. Aber das, ja. So, also große und kleine sind jetzt da und bringen jetzt dann dieses Passahlamm. Das durfte dort nicht geschlachtet werden. Das Passahlamm ist da in der grünen Plastikkiste. Und die Priester üben jetzt also schon, dieses Passahlamm da auf dem Altar zu verbrennen. Ja. Und die Christen, die den dritten Tempel bezahlen, das ist eigentlich nicht in Ordnung. Das ist, geht auch in keine gute Richtung. Viele Leute glauben, dass wenn dieser Tempel gebaut wird, dann kommt, wird entweder der Messias helfen, ihn zu bauen, oder er wird kurz danach kommen. Also sie erwarten immer noch, dass der Messias kommt, und wir Christen, wir bezahlen das und glauben, dass der, obwohl wir glauben, dass der Messias schon gekommen ist. Aber eigentlich wird der Antichrist möglicherweise in diesem Tempel sein, und das wird der Gräuel der Verwüstung sein. Das ist ziemlich, eine ziemlich ernste Sache, die wir hier erleben, und sie tun diese Opfer in Vorbereitung für den dritten Tempel. Das ist keine Kleinigkeit, die sie hier tun. Und sie glauben, dass das ein Symbol ist für die Opfer, die im dritten Tempel gebracht werden sollen. Und ja, das ist, sind schon verrückte Zeiten, die wir erleben, oder? Ja, sagt er, das sind verrückte Zeiten, aber wir müssen weiterhin für das jüdische Volk beten und den Herrn bitten für Erlösung und Führung, um ihnen zu zeigen, dass Jesus schon gekommen ist und für ihre Sünden bezahlt hat auf dem Kreuz von Golgatha, und dass sie ihn annehmen müssen. Und ich bin nicht besser als sie auch, nur durch die Gnade des Herrn bin ich in der Lage, hier zu sein und die Kenntnis zu haben von Jeschua, von Jesus. Und das, was die Juden planen, ist eher eine Welt-Tempel, ja. Er sagt, die Heiden sind wie wertvolle Steine, sehr wertvoll, aber die Vereinten Nationen werden mit uns arbeiten, und vielleicht werden sie uns auch helfen, den Weg der Nationen zu ändern. Die Heiden müssen die Reinheit des Gesetzes anerkennen und müssen lernen, Christus nachzufolgen. Und dann sagt der Kommentator wieder, erinnert euch dran, Jesus ist unser Opfer, ein für alle Mal gebracht, und wir sind der heilige Tempel, ja? We are the temple of the Holy Ghost. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Die Amerikaner haben das viel mehr im Gedächtnis als wir Europäer, ja? Und er sagt, der Sanhedrin, das waren die Leute, die Stephanus zum Tode verurteilt haben durch Steinigen, und erinnert euch daran, dass wir keinen steinernen Tempel brauchen, um Opfer zu bringen. Wir brauchen keine Opfer mehr. Our body is the temple. Our body is the temple where the Holy Spirit grows. Ja? Unser Leib ist der Tempel, in dem der Heilige Geist wohnt. Preist Jesus Christus. Er ist der einzig Heilige. Lasst uns preisen den Gott aller Götter und den König aller Könige, und ich bete, dass viele vom jüdischen Volk und andere in der Welt nicht auf diesen Betrug des dritten Tempels hereinfallen und dieses New Age Thema, sondern dass sie praktisch zu Jesus Christus finden. Ja. Das ist die Reste vom Passahlamm, da haben sie es verbrannt. Das war so ein Einweihungsritual, aber es waren auch kaum Leute da, ja. Manche sagen, das war nur für die westliche Presse. In Jerusalem hat es niemand mitbekommen. Und in Tel Aviv interessiert ja sowieso niemand, was die Verrückten da in Jerusalem machen. Ja? Aber die Sachen sind halt dann gezeigt worden. Und es gibt natürlich immer wieder auch Spenden. Und dann kommen halt neue Gelder auch rein. Also das ist da gelaufen. Das ist die Meinung des Tempelinstituts zum dritten Tempel. Ja? Also die wollen den wohl bauen. Und erwarten denn auch. Das ist ein Zitat, 1. Thessalonicher 5 haben wir schon gesprochen. Ja, wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit, dann kommt plötzliche Zerstörung auf sie wie eine Frau, die in Wehen kommt. Ja. Das war der Rabbi Hillel Weiss. Das ist Roger Libby. Roger Libby sagt auch, dass ein dritter Tempel noch gebaut werden muss. Und er zitiert auch da Stellen aus der Bibel. Er sagt, die Zeit, wo es keinen dritten Tempel gibt, die wird irgendwann vorbei sein. Also er sagt, der dritte Tempel wird kommen, der muss kommen. Und die Zeit, wo wir keinen dritten Tempel haben, die wird irgendwann vorbei sein. Also er committet sich definitiv, dass die Juden einen Tempel bauen, einen dritten Tempel bauen. Ja? Und er sagt, dieser dritte Tempel, den die Juden bauen, den wird Jesus, wenn er auf dem Ölberg wiederkommt, dann in Besitz nehmen, wird den reinigen, weil dort ja der Antichrist drin war.
Und dann wird Christus diesen Tempel ausbauen zum Hesekiel-Tempel. Oder? Ja. Gott baut nie auf menschlichen Grund. Würde Jesus als Messias seinen Tempel auf einen Tempel bauen, in dem der schlimmste Götzendienst der Welt stattgefunden hat? Ich glaube nicht. Würde der Messias Christus seinen Tempel auf eine Basis bauen, von einem Tempel, den die Juden gebaut haben, ohne Geist und ohne Auftrag Gottes? Also das ist mir unerklärlich, wie man aus diesen Bibelstellen hier im Neuen Testament ableiten will, dass ein dritter Tempel physisch aus Steinen und aus Holz gebaut wird. Ja? Ich glaube, dass das nirgendwo vorhergesagt ist. Es gibt nicht so sehr viele Stellen dafür im Neuen Testament. Aber speziell die, von denen viele sagen, dass es deutlich sei, weil der Antichrist setzt sich ja da in den Tempel rein, die, glaube ich, sprechen nicht von einem physischen Tempel, den die Juden bauen. Kommen da aber gleich nochmal im Detail drauf. Ich zeige euch nochmal die Tempel hintereinander. Das ist die Stiftshütte um 1400 vor Christus. Dann kommt der erste Tempel von Salomo, ungefähr 1950 vor Christus. Der stand bis 586, dann kam Nebukadnezar und hat ihn kaputt gemacht. Tempel Salomos. Dann nach der babylonischen Gefangenschaft 515 wurde der zweite Tempel aufgebaut von Zerubabel. Und der stand bis 70 nach Christus. Und dann kommt der Titus aus dem Schwurbeländle, ja, wisst ihr ja schon, und zerstört den Tempel. Und wie geht es jetzt weiter? Jetzt müsste ja der dritte Tempel der Juden kommen. Die haben auch immer wieder versucht, durch die Jahrhunderte hinweg den Tempel aufzubauen. Aber da gab es Erdbeben und so weiter und im Talmud steht einiges, warum der Tempel nicht gebaut werden konnte. Auf jeden Fall ist bis heute keiner gebaut worden. Die Bibel sagt, also jetzt kommt eigentlich, müsste ja der dritte Tempel kommen. Was sagt das Neue Testament über den dritten Tempel? Da gibt es nur die drei Stellen. Hier sagt Jesus, brecht diesen Tempel ab und ich will ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Er sprach aber vom Tempel seines Leibes. Dann 2. Thessalonicher 2, wo der Antichrist sich in den Tempel Gottes setzt. Und Offenbarung 11 kriegt Johannes den Auftrag, misst den Tempel Gottes und die darin anbeten. Aber den Vorhof lass hinweg, denn er ist den Heiden gegeben. Und die heilige Stadt werden sie zertreten, 42 Monate und so weiter. Ja? Das sind die, mehr gibt es nicht, ist nicht viel, ne? Das sind die drei Stellen, die über den Tempel Gottes sprechen. Daraus leitet Roger Libby und viele andere ja auch ab, dass ein jüdischer Tempel gebaut werden müsse. Das ist die Stelle Johannes 2, die kennt ihr schon, ja? Das heißt also, der dritte Tempel ist Jesus. Wer sagt es? Naja, er selber. Er redete vom Tempel seines Leibes. Und wenn wir die Worte Jesu ernst nehmen wollen, dann müssen wir sagen, ja, nach dem Tempel hier, nach dem zweiten Tempel, ist der dritte Tempel der Leib Jesu Christi. Und auch seine Gemeinde, ja. Jesus war ein Tempel Gottes. Also wir haben die Stiftshütte, Tempel Salomos, Tempel Zerubabel, Tempel Gottes. Aber das wird aber heißen, dass die Juden zu spät sind. Ja, genau. Die sind 2000 Jahre zu spät und vielleicht noch später. Ja. Warum war Jesus ein Tempel Gottes? Weil Gottes Geist in ihm wohnte? Warum sind wir ein Tempel Gottes? Weil Gottes Geist in uns wohnt. Gleichheit mit Jesus, ja? Er das Haupt, wir die Glieder. Jesus und die Gemeinde gehören zusammen und wir sind der dritte Tempel. Wir sind nicht nur der dritte Tempel, wir sind der dritte Tempel Gottes. Denn die Frage ist ja die, wenn in 2. Thessalonicher steht, dass der Antichrist sich in den Tempel Gottes setzt und damit ein dritter jüdischer Tempel gemeint ist, den die Juden gebaut haben. Stellt euch mal vor, die Juden bauen einen Tempel. Ist das dann ein Tempel Gottes? Der hohe Priester, der dort in dem Tempel eingesetzt wird von den Juden, könntet ihr den anerkennen als hohen Priester?
Nein, warum nicht? Wir haben schon einen. Christus ist unser hoher Priester. Also könnten wir den hohen Priester, den die Juden in einem Tempel, wenn sie ihn denn bauen sollten, den die dort einsetzen als hohen Priester, den könnten wir gar nicht anerkennen. Und der Vater im Himmel könnte den noch weniger anerkennen. Und unser Jesus Christus würde den auch nicht anerkennen. Warum? Weil er sagt, ich bin doch euer hoher Priester. Ja? Ist das dann ein Tempel Gottes? Nein. Wenn dort ein Passahlamm blutig geopfert wird, wie wir gerade gesehen haben, in diesem Tempel, den die Juden vielleicht ja noch vielleicht bauen. Ich weiß, vielleicht bauen sie nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, die Bibel sagt da nichts drüber. Die redet von uns als Tempel Gottes. Aber nicht von einem jüdischen Tempel. Keiner der Apostel hat von einem jüdischen Tempel gesagt, dass das der Tempel Gottes wäre. Keiner. Weil die alle Bescheid wussten, dass das vorbei ist. Wenn ein Passahlamm dort geopfert wird, in diesem jüdischen Tempel, wenn sie denn einen bauen, gilt dieses Opfer vor Gott? Nein. Warum? Weil es nur noch ein Opfer gibt, das Opfer seines Sohnes. Weil das Passahlamm ja nur ein Schattenbild war dessen, was auf Golgatha passiert ist. Ist das dann ein Tempel Gottes? Nein. Was ist das denn dann? Das ist ein eigenwilliger jüdischer Tempel, den die Juden bauen ohne Geist und ohne Auftrag. Ist das dann ein Tempel Gottes? Nein. Warum nicht? Weil wir der Tempel Gottes sind. Aber wie kann sich denn der Antichrist in Person in den Tempel Gottes setzen, wenn der Tempel Gottes die Gemeinde Jesu ist? Ja? Das ist ja die offene Frage. Also Jesus und die Gemeinde gehören zusammen und wir sind der dritte Tempel. Oh, das dürfte man in der Synagoge überhaupt nicht sagen. Ja? Da, also keine 5 Minuten später ist man raus da. Ja? Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? So jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Also seit Pfingsten ist die Gemeinde Jesu auch dritter Tempel. Ja? Und Paulus hat die Korinther als ein Tempel Gottes bezeichnet. Wann schreibt Paulus das? Im Jahr 55 vor Christus. Stand da der Tempel noch in Jerusalem? Ja. Wann wurde der denn zerstört? 70 nach Christus. 15 Jahre später erst. Das heißt, als Paulus den Korinthern schreibt, ihr seid ein Tempel Gottes, stand der Tempel in Jerusalem noch mit komplettem Priestertum und Opferdienst. Und die ehemaligen Pharisäerkollegen von Paulus haben gesagt, der Paulus ist total durch den Wind. Der faselt etwas von einem imaginären geistlichen Tempel in Korinth bei den Unbeschnittenen. Hier ist doch der Tempel. Hier in Jerusalem, ihr könnt kommen aus Stein, aus Holz. Ihr könnt ihn mit eigenen Augen könnt ihr ihn anschauen. 15 Jahre später wussten sie das auch. Und wir nach 2000 Jahren sollten es noch viel besser wissen, dass Paulus recht hatte. Warum? Weil er das geistlich verstanden hat und nicht irdisch, biologisch, fleischlich, baukonstruktiv. Ja? Aber viele evangelikale Prediger verstehen diesen Tempel Gottes, von dem Paulus schreibt, als etwas Baukonstruktives, was die Juden noch erstellen sollen. Warum? Weil sie irdisch gesinnt sind. Wären sie geistlich gesinnt, wüssten sie, dass damit die Gemeinde Jesu gemeint ist. Aber sie haben keine Lösung. Warum nicht? Weil sie nichts von der Wiedergeburt Jerusalems wissen. Und wie das zusammenpasst, das sehen wir gleich. Ja? Also wir haben hier praktisch der dritte Tempel, der besteht seit 2000 Jahren aus Christus und seiner Gemeinde. Das darf man nicht mal Evangelikalen sagen. Ja? Also wenn ihr da Israel-Freunde trifft, die sagen, das stimmt nicht, was du hier sagst. Aber das ist wahr. Ja? Jesus sagt es selber von seinem Leib. Und Paulus schreibt es von der Gemeinde Jesu. Das ist der dritte Tempel. Wann begann die Gemeinde Jesu? Zu Pfingsten vor 2000 Jahren. Das ist die Gemeinde Jesu vor 2000 Jahren. Als Nachfolger vom Tempel Zerubabels. Das heißt, die Gemeinde Jesu besteht aus Jesus, aus dem Pfingstereignis, ja, aus den Juden, die zu Pfingsten zum Glauben gekommen sind, aus der Gemeinde, aus den Nationen. Und jetzt fehlt noch was. Ja? Jetzt fehlt hier noch was. Hier fehlt doch die Wiedergeburt Jerusalems. Denn die gehören doch auch zur Gemeinde Jesu. Die gehören doch auch zum Tempel. Ja?
Kommt jetzt der dritte Tempel der Juden hier? Nee, der dritte Tempel ist doch schon da. Der müsste ja dann eigentlich dahin kommen. Die Juden wollen ja in der Endzeit noch einen Tempel bauen. Das erzählen euch die evangelikalen Pastoren. Dass jetzt der dritte Tempel der Juden kommt. Und sie haben ganz vergessen, dass wir der dritte Tempel sind. Wieso haben die das denn vergessen? Sind sie Lehrer in Israel und wissen das nicht? Das ist heftig, was ich sage, oder? Sind die Christen so selbst vergessen, dass sie glauben, dass dieser dritte Tempel der Juden dass ein Tempel Gottes wäre, wo wir doch ein Tempel Gottes sind? Wie selbstvergessen muss man sein, um das zu glauben? Ist das die Armut der Kirche und der Gemeinde heute? Ja, natürlich. Versteht ihr, was da passiert? Wir werden in einem jüdischen Denken wieder zurückerzogen zum Sinai. Und wir glauben, dass die Juden einen dritten Tempel bauen würden. Und Entschuldigung, dass ich das so ganz offen sage, aber Roger Libby und der Herr vom Tempelinstitut, die erzählen uns das jeden Tag. Und die Christen, die glauben das einfach. Ich sage meinen Geschäftskollegen oder meinen ehemaligen Geschäftskollegen, sage ich immer, hey, ich bin Christ, ich glaube nicht alles. Ich hoffe, ihr glaubt auch nicht alles, was man euch erzählt. Wir sind Christen, wir glauben beileibe nicht alles. Wir prüfen die Dinge. Und wenn wir die als wahr empfunden, erkannt haben in der Bibel, dann glauben wir die. Warum sollen wir nicht glauben, was wahr ist? Aber wir glauben beileibe nicht alles. Und das mit dem dritten Tempel der Juden, das glaube ich überhaupt nicht. Ja? Denn wenn die Juden einen dritten Tempel bauen, seid ihr kein dritter Tempel. Wenn ihr aber kein dritter Tempel seid, seid ihr nicht erlöst. Habt ihr nicht das Heil. Versteht ihr das? Wenn wir sagen, Israel ist Gottes Volk, ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter, ja? Ich beanspruche euch ein bisschen heute. Wenn wir sagen, Israel ist Gottes Volk, dann seid ihr nicht Gottes Volk. Denn beide können nicht Gottes Volk sein. Wenn ihr aber nicht Gottes Volk seid, habt ihr keine Erlösung. Wenn wir also behaupten, Israel wäre Gottes Volk, dann schmähen wir damit das Volk Gottes, das Volk Jesu Christi. Petrus sagt, ihr seid das Volk des Heiligtums, ihr Christen, nicht ihr Juden. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, ihr seid das königliche Priestertum. Ihr Christen, nicht die Juden. Das klingt hart für uns, weil unsere Ohren das nicht gewohnt sind. Ja? Israel war Gottes Volk im alten Bund und Israel wird wieder Gottes Volk sein im tausendjährigen Reich. Aber jetzt ist Israel nicht Gottes Volk. Warum nicht? Weil es Jesus ablehnt. Und wer den Sohn nicht hat, hat den Vater auch nicht. Wer den Sohn nicht hat, kann also auch nicht das Volk des Vaters sein. Damit ist Israel nicht das Volk Gottes. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Wahrscheinlich wird mir dann irgendwann mal ziemlich viel Ärger bereiten. Aber ich komme nicht drum um. Denn wenn Israel Gottes Volk ist, seid ihr nicht Gottes Volk. Wenn wir also behaupten, Israel wäre das Volk Gottes, sagen wir damit indirekt, wir sind es nicht. Wie selbstvergessen muss die Christenheit sein? Wir beleidigen unseren Herrn Jesus Christus und sein Volk, dass die Christen sind, die den Glauben Abrahams haben, der an die Auferstehung glaubte. Merkt ihr, wie den Christen Dinge untergeschoben werden, die unseren eigenen Glauben vollkommen ad absurdum führen und verleugnen? Ich hab das immer so gelernt, ich habe das auch gesagt, Israel ist Gottes Volk. Nur als mein Bekenntnis. Aber je mehr ich mich mit der Bibel beschäftigt habe, habe ich gesehen, das stimmt nicht. Wer den Sohn nicht hat, hat den Vater nicht. Israel könnte aber Gottes Volk werden. Wie denn, wenn sie Jesus annehmen würden? Ja? Ist Jesus Gott? Ja. Wenn Israel das Volk Gottes ist, dann müsste Israel doch auch das Volk Jesu sein, oder? Ist sie das Volk Jesu Christi? Nein. Warum nicht? Weil sie Jesus nicht wollen. Dann kann es doch nicht das Volk Gottes sein. Versteht ihr das? Jetzt habe ich beanspruche euch jetzt, ja? Ja, da kommen wir jetzt zu. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Also wir brauchen ja etwas. Der Antichrist setzt sich in den Tempel Gottes. Er ist ein Mensch. Also muss der Tempel Gottes physisch sein. Ja? Und wenn ein Tempel Gottes ist, muss er auch geistlich ein Tempel Gottes sein. Physisch und geistlich. Und ich nehme die Pointe jetzt nochmal vorweg. Wenn Jerusalem wiedergeboren ist, dann ist Jerusalem ein Tempel Gottes physisch, weil die Mauern Jerusalems existieren ja heute.
Und dann ist Jerusalem auch ein Tempel geistlich. Warum? Weil dann geistliche Priesterschaft im Tempel ist. Wieso denn geistliche Priesterschaft? Weil diese Menschen wiedergeboren sind. Und die sind so ein königliches Priestertum wie ihr auch. Warum? Weil die zur Gemeinde Jesu gehören. Ach so, das bedeutet, wenn Jerusalem wiedergeboren ist, ist Jerusalem ein Tempel Gottes, physisch und geistlich. Ja, dann könnte der Antichrist ja nach Jerusalem einbrechen und dort alle Wiedergeborenen töten und dann sagen, ich bin Gott. Genau, das meint Paulus in 2. Thessalonicher 2. Das würde bedeuten, dass wir 2. Thessalonicher 2 erst verstehen können, wenn wir von der Wiedergeburt Jerusalems wissen. Und deswegen ist die Wiedergeburt Jerusalems für mich so profund wichtig, weil ich damit 1. Thessalonicher 5 verstehe und 2. Thessalonicher 2 und 1. Korinther 15, wo Paulus sagt, da ist eine unzeitige Geburt. Und ich verstehe auch, warum Jesus sagt, dass in der Endzeit nochmal Wehen kommen werden. Ich verstehe auch, warum Jesus in Matthäus 24 sagt, dass die Schwangeren und Säugenden dann ein großes Problem haben, wenn der Gräuel der Verwüstung kommt, weil schwanger und säugend ist dann Zion selbst. Da schließen sich so viele Kreise im Kopf plötzlich. Jesus sitzt mit 12 Jüngern im Obersaal, kurz bevor er abgeholt wird zur Kreuzigung. Und dann sagt Jesus zu den Jüngern, habt keine Angst, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Eine Frau, wenn sie gebiert, dann hat sie Angst. Aber wenn das Kind auf die Welt gekommen ist, dann freut sie sich. Das sagt Jesus zu seinen 12 Jüngern im Obersaal. Hört ihr das? Ich habe zu meiner Frau beim Frühstückstisch gesagt, Anja, das ist aber ein komisches Gespräch für 13 junge Männer, oder? Über Geburt von Frauen zu reden. Und vor allem im Nahen Osten. Was redet Jesus denn da? Jesus sagt zu den Jüngern, jetzt habt ihr noch Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wenn eine Frau gebären soll, in Klammern Jerusalem wird in 50 Tagen zu Pfingsten gebären, dann hat sie erst Angst, aber wenn die Wiedergeburt da war zu Pfingsten, dann freuen sie sich. Hört ihr das? Das sind tiefe Worte des Heilands an seine 12 Jünger. Und die sprechen von der Wiedergeburt Jerusalems. Von einer Frau, die schwanger wird und gebiert und sich freut. Ihr findet es überall plötzlich in der Bibel. Das ganze Neue Testament atmet das. Und das Alte sowieso. Ja? 2. Könige 19, Psalm 78, Jesaja 66, Jesaja 7, Jeremia 6, Jeremia 30, Micha 4, Micha 5 und so weiter. Die Bibel ist voll davon. Ja? Bist du ein Lehrer in Israel, Nikodemus, und weißt nichts davon? Was ist los, Nikodemus? Kennst du mein Wort nicht? Ihr wisst das jetzt. Und für euch schließen sich immer mehr Kreise. Und ein großer Kreis, der sich schließt, ist, dass wenn Jerusalem wiedergeboren wird, dass Jerusalem dann ein geistlicher Tempel Gottes ist, weil die Gemeinde Jesu dann drin ist. Natürlich aus Juden, aber doch auch Gemeinde Jesu. Und Jerusalem ein physischer Tempel ist, in den der Antichrist hineingehen kann. Und plötzlich versteht man, was Paulus da schreibt und man versteht, dass Paulus davon wusste und mit den Thessalonischern darüber gesprochen hat. Und das ist etwas Besonderes. Das ist ein Geheimnis. Wenn aber Jerusalem wiedergeboren wird, dann wäre ja Priesterschaft im Tempel, oder? Ja. Jetzt haben wir eben heute Nachmittag davon gesprochen, dass Israel auseinanderbricht in zwei Teile, in einen Norden und einen Süden. Wenn das passiert, dann entsteht der Vorhof. Ephraim ist der Vorhof. Juda ist das Heiligtum und Jerusalem das Allerheiligste. Und der Berg Zion ist der Brandopferaltar, wo geopfert wurde. Wer? Jesus. Ach, das ist das Heilige Land. Ja. Das ist heiliges Land. Wir schauen in Israel auf die Karte und wir sehen nicht, was wir sehen. Wenn wir in Israel auf die Landkarte schauen, sehen wir eigentlich den Tempel. Aber wir verstehen noch nicht, dass der Tempel, dass der Vorhof abgetrennt werden muss. Dass Ephraim von Juda sich trennt in zwei Teile, einen Norden und wie in der Antike. Dann haben wir den Vorhof,
Offenbarung 11, misst den Tempel und die darin anbeten, aber den Vorhof misst nicht, denn der Vorhof ist den Heiden gegeben. Ephraim ist der Vorhof, Juda ist das Heiligtum, Jerusalem das Allerheiligste. Und in diesem Tempel ist, wenn Jerusalem wiedergeboren wird, Priesterschaft. Ja, dann wäre der Tempel ja betriebsbereit. Genau. Dann könnte das tausendjährige Reich anfangen. Genau. Und in diesen Tempel bricht der Antichrist und macht alles kaputt. Alles. Bringt die Priesterschaft im Tempel um. Das ist Frevel. Ja? Wer hat das gemacht? Doeg, der Edomiter, hat nämlich gesehen, dass David bei dem Priester gewesen ist. Abjatar, ja? Und Doeg tötet die Priester. Die Soldaten Sauls haben sich nicht getraut, die Priesterschaft zu töten. Aber Doeg, der Edomiter, der geht und tötet die Priesterschaft. Er ist ein Bild für den Antichrist, denn der Antichrist wird in die Stadt Jerusalem reinbrechen, wie der Fuchs im Hühnerstall, und wird alle töten und niemand wird entfliehen. Ja, das ist das, was die Bibel uns zeigt. Und deswegen, wenn Israel auseinanderbricht, entsteht der Tempel. Deswegen ist das ein Signal für das, was kommt. Und wenn Jerusalem wiedergeboren wird, dann ist Priesterschaft im Tempel. Dann wäre alles bereit, dass der Messias kommen kann. Ach, da hat der junge Mann doch eben von gesprochen. Das steht doch in Sacharja. Ja? Er wird bauen den Tempel. Dieser Priesterkönig, der Messias wird den Tempel bauen. Wodurch denn? Durch seinen Geist. Denn das, was du siehst, Zacharja, wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Merkt ihr, überall schließen sich überall, wie magnetisch bringt das zusammen. Wie kann es sein, dass evangelikale Prediger von einem dritten jüdischen Tempel faseln? Es ist mir unerklärlich. Es ist mir unerklärlich. Es gibt nur die drei Stellen. Ich habe auch ein Video in YouTube darüber gemacht. Ich habe von Roger Liebe, ich habe nichts gegen Roger Liebe, ja? Ich kenne den nicht persönlich und ist mir auch ein lieber Bruder, ist gar keine Frage. Er macht es halt nur so konzentriert und strukturiert, dass er alle Bibelstellen aus dem Alten und Neuen Testament in ein Video zusammengefasst hat. Und dann habe ich mir die Bibelstellen alle angeguckt, jede einzelne für sich, und keine einzige Bibelstelle sagt für die Endzeit einen dritten jüdischen Tempel voraus. Nicht eine einzige. Warum nicht? Weil gerade die Apostel im Neuen Testament einen eigenwilligen jüdischen Tempel niemals als Tempel Gottes bezeichnet hätten. Ja? Wen bezeichnen die denn als Tempel Gottes? Die Gemeinde Jesu. Ja? Würde man aber solchen Pastoren sagen, dass die Gemeinde Jesu ein Tempel im Heiligen Geist ist, und man hätte das denen auch im Jahr 50 nach Christus gesagt, dann habe ich ernsthaft Sorge, dass sie das nicht geglaubt hätten, weil die nämlich in Steinen und Holz denken. Wenn ich nach 2000 Jahren Christenheit und dem kompletten Neuen Testament noch in dem irrigen Glauben sein sollte, dass Israel oder dass die Apostel einen dritten jüdischen Tempel angekündigt haben, dann denke ich genauso irdisch wie Nikodemus. Das glaube ich, darf man behaupten. Das erschreckt mich. Ja? Und das wird den Christen untergejubelt. Und wir müssen zurück zum Wort Gottes. Ja? Also das war mal in a nutshell. Was ist jetzt mit dem dritten Tempel der Juden? Das wäre also die jüdische Perspektive, die da eingenommen wird. Die Juden sehen ja die Gemeinde Jesu nicht als Tempel an. In ihrer Perspektive springen sie vom Tempel Zerubabels oder eigentlich vom Tempel des Herodes, ja, zweiter Tempel, 70 nach Christus, springen sie ins Jahr 2023 und wollen hier einen Tempel bauen. Ja, sie glauben ja nicht, dass die Gemeinde Jesu der dritte Tempel ist. Das wollen sie, blenden das ja weg. Die wissen das schon, aber die wollen es halt nicht, ja. Die sind 2000 Jahre verstockt gewesen, deswegen haben sie die Gemeinde Jesu als Tempel nie erkannt. Dürften sie auch nie anerkennen, ja. Was heißt der dritte Tempel der Juden? Das ist eine Chimäre. Das ist ein Wunschgedanke vielleicht der rabbinischen Juden. Aber wie können denn evangelikale Prediger davon predigen? Wir wissen doch, dass der Tempel Gottes die Gemeinde Jesu ist. Das haben wir schon gemacht, ja? Kann Gott die blutigen Opfer im Tempel anerkennen? Nein. Kann Gott den hohen Priester anerkennen? Nein. Wir haben schon hohen Priester, ja?
Können wir eine alttestamentliche Priesterschaft anerkennen? Nein, weil wir in den Wesenheiten des Neuen Testaments leben. Wir sind gar nicht mehr im levitischen Priestertum, haben wir heute Morgen noch gesehen. Ja? Also überall nein. Ist dann der jüdische Tempel ein Tempel Gottes? Nein, es ist ein eigenwilliger Tempel, den die Juden sich vorstellen, den die wollen, den Gott nie von ihnen verlangt hat. Was sollen die Juden denn tun? Die sollen sich zu Jesus bekehren, wie wir auch. Ja? Jetzt stellt euch vor, ein Jude bekehrt sich zu Jesus. Will der dann noch einen Tempel bauen? Nein. Warum nicht? Aber er weiß, dass er selber ein Tempel im Heiligen Geist ist. Wie können denn aber evangelikale Pastoren predigen, dass die Juden noch einen Tempel bauen? Da sind die ja jüdischer als die Juden. Versteht ihr das Drama bei dem ganzen Thema? Das ist ein Drama. Wenn ein Schlosser so arbeiten würde mit seiner Wasserpumpenzange, keine einzige Leitung wäre dicht. Ja? Da wird es überall das Wasser rauslaufen. Ein Handwerker dürfte so nicht arbeiten, wie die Theologen dort arbeiten. Das ist Fusch am Bau, sagt man eigentlich dazu. Ja? Das ist Fusch in der Theologie. Da fuschen sie irgendwie rum. Glaubt nicht alles, prüft das. Ja? Deswegen ist die Wiedergeburt Jerusalems für mich so wichtig, weil man das alles damit erklären und zeigen kann. Ja? 2. Thessalonicher 2, der Antichrist ist der Widersacher, der sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, also dass er sich setzt in den Tempel Gottes. Er setzt sich nicht in den Tempel, der setzt sich in den Tempel Gottes. Aber ein jüdischer, eigenwilliger Tempel ist ja kein Tempel Gottes, haben wir ja schon gesehen. Wenn aber Jerusalem wiedergeboren ist, dann ist die Stadt Jerusalem ein Tempel Gottes im Geist und physisch. Und da kann sich der Antichrist einsetzen. Kann man es verstehen? Das würde ja bedeuten, wir hätten die Lösung für 2. Thessalonicher 2 durch die Wiedergeburt Jerusalems, durch die Kenntnis davon. Ja, deswegen ist es so wichtig für mich. Wir verstehen, was Paulus da schreibt, was er vor 2000 Jahren geschrieben hat. Der Schriftwechsel zwischen Paulus und den Thessalonichern ist ungleich, auf einem ungleich höheren Niveau, als wir uns das nur ahnen lassen. Denn in 2. Thessalonicher 2 führt Paulus Daniel-Prophetie zusammen mit dem dritten Tempel in einen Vers zusammen. Da müsste man sich Zeit nehmen für. Das ist wirklich Bibelstunde, wenn man so sagen will. Und das Niveau haben wir nicht mehr heute. Deswegen können wir nicht verstehen, was Paulus da schreibt. Ja? Also können wir jetzt beantworten und wir wissen, was Paulus dort, wir können begründet vermuten, was Paulus dort meint. So muss ich genauerweise sagen, ja? Man muss ja genau bleiben dabei. Wir waren bei dem Gespräch ja nicht dabei. Wir können nur vermuten, was Paulus da sagt. Aber ich glaube, das ist schlüssig, was man dann hier findet, ja? Die biblische Perspektive ist anders als die jüdische. Ja? Der dritte Tempel ist die Gemeinde Jesu, die besteht aus Jesus selber in Persona, die besteht aus der Pfingstgemeinde, die besteht aus den Gemeinden aus den Nationen und dann kommt am Ende nochmal der vierte Tempel, das ist der Tempel Hesekiels im tausendjährigen Reich, da werdet ihr Priester sein in dem Tempel, ja, das ist euer Priestertum dann. Und der dritte Tempel der Juden, den gibt es nicht. Zumindest wird er nicht vorhergesagt. Es kann sein, dass die Juden den bauen. Menschen tun viele Dinge. In Brasilien steht auch schon ein salomonischer Tempel oder ein herodianischer Tempel. Kann sein, die Juden bauen. Ich weiß es nicht. Vielleicht bauen sie ihn auch nicht. Weiß ich auch nicht. Was ich weiß ist, dass Paulus und Johannes weder in der Offenbarung noch im Johannesevangelium von einem dritten jüdischen Tempel schreiben. Das weiß ich genau. Ich weiß, dass sie schreiben von der Gemeinde Jesu, die am Ende in Jerusalem sein wird. Und mit dem Denken kann ich auch 2. Thessalonicher verstehen. Aber ich weiß, dass die Apostel niemals einen jüdischen Tempel als Tempel Gottes bezeichnet hätten. Und den könnt ihr auch nicht als Tempel Gottes anerkennen. Das ist so, ja. Wenn man da mal drüber nachdenkt in Ruhe, ja. Und das ist ein ganz wichtiger Vers. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, auf den jüdischen Tempel, sondern auf das Unsichtbare, nämlich auf den dritten Tempel der Gemeinde Jesu. Denn was sichtbar ist, in Klammern der jüdische Tempel, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, die Gemeinde Jesu, das ist ewig. Wir sehen nicht auf das Sichtbare. Aber die evangelikalen Prediger sehen auf das Sichtbare. Die sagen, wenn in der Bibel von einem Tempel die Rede ist, in den sich der Antichrist setzt,
Und jetzt gibt es ja keinen Tempel in Jerusalem, da muss man den halt bauen. Also muss der gebaut werden. Und schade, dass ich das jetzt nicht lauter habe abspielen können. Er sagt, also der wird hundertprozentig kommen, die Juden werden einen Tempel bauen. Die Zeit ohne dritten Tempel wird vorbei sein. Aber der dritte jüdische Tempel ist kein Tempel Gottes. Merkt ihr, was Verführung ist? Das merkt man gar nicht, ja? Israel ist Gottes Volk, die Juden bauen noch einen dritten Tempel. Merkt ihr, was Verführung ist? Wir werden weggeführt von den Wahrheiten in Christus hin zu einem jüdischen Denken. Was ist das denn? Wer steckt denn dahinter? Wer macht denn da das Evangelium kaputt? Wir behaupten, die Juden seien Gottes Volk, wo wir Gottes Volk sind. Der Herr weint im Himmel, wenn er das hört. Und die Evangelikalen glauben, dass das besonders biblisch ist. Was ist Verführung? Wo fängt die an? Wo führt die hin? Ja, also das ist heftig, ja. Gut, das kennt ihr auch schon, ja. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? So jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der sei ihr, nicht Israel. Ja, viele sagen, der Satan will Israel vernichten. Es mag sein, aber noch viel wahrer ist, dass der Satan die Gemeinde Jesu vernichten will. Warum? Weil die Gemeinde Jesu sein Volk ist. Ja? Wir werden systematisch weggeführt. Wir werden systematisch zu etwas hingeführt. Ja? Okay. Wir sind der dritte Tempel, sagt der junge Mann eben auch im Video. Ja? We are the temple. Our body is a temple of the Holy Ghost. Wann schreibt Paulus das, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? 56 nach Christus, okay? Ja, habe ich ja aus meiner Scofield-Bibel. Datum der Niederschrift, 56 nach Christus. Wann wurde der Tempel zerstört? 70 nach Christus. 14 Jahre später. Ja? Paulus schreibt also an die Korinther, dass sie ein Tempel Gottes sind, ein Tempel im Heiligen Geist, während der Tempel in Jerusalem noch in vollem Betrieb ist. Und alle, die irdisch gedacht haben, mit diesen Augen, haben gesagt, der Paulus ist verrückt. Wir wissen heute, dass Paulus recht hatte, weil er mit geistlichen Augen geguckt hat. Aber unsere evangelikalen Führer wollen wieder, dass wir mit unseren Augen gucken. Dann sagen sie, ich war in Jerusalem, ich habe die Steine mit eigenen Augen gesehen. Ich habe den Leuchter, die Menorah, mit eigenen Augen gesehen. Ich habe die Priestergewänder gesehen, mit eigenen Augen. Kannst du hingehen, kannst du anfassen. Die reden wie die Juden damals. Warum? Weil sie irdisch gesinnt sind. Ja? Sie sind von der Erde und sie reden von der Erde und die Erde oder die Welt hört sie, ja? Sind von der Welt, sie reden von der Welt und die Welt hört sie. Irdisch gesinnt und nicht mehr geistlich. Das heißt, Paulus schreibt das hier 56 nach Christus, stand da der jüdische Tempel noch. Trotzdem ist aber ein Tempel für die Endzeit verheißen, wenn der Paulus nämlich sagt, dass der Antichrist sich in den Tempel Gottes setzt. Ja? Und wir wissen jetzt, dass dieser Tempel Gottes, die Gemeinde, die wiedergeborene Stadt Jerusalem ist. Und dasselbe sagt auch, schreibt auch Johannes in Offenbarung 11, das ist übrigens das Kapitel mit den beiden Zeugen, und es ward mir ein Rohr gegeben, einem Stecken gleich, und er sprach, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar, das ist der Berg Zion, und die darin anbeten, nicht die, die so tun, als ob sie anbeten, sondern misst die, die in dem Tempel Gottes wirklich und tatsächlich anbeten. Und zwar im Geist und in der Wahrheit. Wen denn? Jesus. Moment, Anbetung Gottes, Anbetung Jesu im Geist und in Wahrheit, im Tempel Gottes, in Jerusalem, im Altar. Ja, natürlich. Das geht nur, wenn Jerusalem wiedergeboren ist. Das ist ein Bild. Und alle diese Bibelstellen und viele, viele mehr kann man verstehen, wenn diese Wiedergeburt Jerusalems bekannt ist. Ja, der dritte jüdische Tempel ist kein Tempel Gottes, haben wir schon eben festgestellt. Und der Tempel, den Paulus und Johannes meinen, muss physisch und geistlich gleichzeitig sein, damit der Antichrist sich da hineinsetzen kann. Der setzt sich da nicht rein. Der setzt sich dort ein. Ja, im Griechischen steht ein Begriff wie im Amerikanischen, a sitting president. Der Präsident sitzt nicht, ja, sondern der ist ins Amt eingeführt worden. A sitting president.
Und wenn der Antichrist sich in den Tempel setzt, dann setzt er sich da nicht hin, sondern der setzt sich dort ein, der installiert sich dort, der initialisiert sich dort als Gott. Das meint das Wort eigentlich in der Bibel. Ja? Nicht, dass der sich dort setzt im profanen Sinne. Ja? Aber der Tempel, den Paulus und Johannes meinen, muss physisch und geistlich sein, weil der Antichrist sich da hineinsetzt in persona. Und geistlich muss er sein, weil er ein Tempel Gottes sein wird. Und diese beiden Qualifikationen, die erfüllt die wiedergeborene Stadt Jerusalem. Ja? Das heißt, da kommt noch was. Und dann ist der Tempel vollständig. Und das ist groß. Weil bisher ist euch schon immer nur das gezeigt worden. Ja? Das ist das, was uns gezeigt wird. Und hier soll jetzt direkt die Entrückung kommen. Unerwarteterweise. Jeden Tag. Ja? Aber die Bibel zeigt uns eigentlich, dass dieser Tempel noch nicht vollständig ist. Die Gemeinde Jesu ist noch nicht vollständig. An der Gemeinde Jesu fehlt noch etwas. Und das wird da sein, wenn die Wiedergeburt Jerusalems da ist. Und dann ist der Tempel vollständig.